Wir haben eine Glasurmasse, die ist hochfluoreszierend. Die hat einen neutralen, vielleicht für gewisse Farben einen aufhellenden Faktor. Für helle Farben ist diese Glasurmasse fluoreszierend ideal. Für Farben, vor allem das gilt dann, wenn wir tiefe Schneider haben, ältere Zähne, ältere Patienten, wo wir eine A4, A3,5, B4 haben oder C-Farben, dann nehmen wir eher die nicht fluoreszierende Glasurmasse. Die wirkt gräulicher, hat mehr Tiefe. Das ist wie beim natürlichen Zahn. Ich tränke meinen jetzt etwas größeren Pinsel, lass es ein Zweier sein, jetzt vor in dem Zauberliquid, in dem Texturliquid und nehme hier jetzt Glasurmasse nicht fluoreszierend. Wir massieren die Glasurmasse quasi ein. In dem bukalen Drittel nehme ich nochmal nicht fluoreszierende Glasurmasse. Und jetzt im Körperbereich, jetzt nehme ich fluoreszierende Glasurmasse. Auch für den Wurzelbereich, für diesen Schauzahn, brauche ich jetzt eine fluoreszierende Glasurmasse. Und hier empfiehlt sich einfach ein etwas größerer Pinsel, weil dann seid ihr einfach schnell fertig. Das ist schon geil, muss ich sagen.